Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zum ersten Spieltag der Bundesliga-Rückrunde in der Saison 2027/26 und wir spielen heute gegen den VfB Stuttgart. Sie stehen aktuell auf Platz Nummer 6 in der Tabelle und sind in der Mannschaftsstärke auf Platz 7, also ziemlich leistungsgerecht, würde ich sagen. Und das heißt, wir gucken uns das Spiel heute im 3D-Spiel an. Das Spiel findet in Stuttgart statt. Und ja, auf geht's, würde ich sagen. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, alles beim letzten Mal vorbereitet. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Die Trikots sind eingestellt, wie auch immer. Und ja, ich sage einfach mal, die können nichts. Die können zwar sehr wohl was, aber ich hoffe einfach mal, dass wir das Spiel gewinnen. Das wäre ganz schön. Wir sind ja gerade auch so ein bisschen in Topform, ne, was unsere Mannschaft betrifft. Sind nicht weit weg von Stärke 1000, Mannschaftsstärke 1000. Da fehlt nicht mehr viel. Und bin mal gespannt, wann wir das auch wirklich in der Praxis erreichen bei einem Spiel. Wir hatten es bisher nur in der Theorie, aber wir sind auch so, wie man merkt, nicht mehr weit davon entfernt. Wir hatten jetzt zuletzt eine Mannschaftsstärke, jetzt zu diesem Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von 779 und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich, als ich das Spiel vorbereitet habe, das für nach Frische aufgestellt. Von daher bin ich mal gespannt. So, da sind die Stuttgarter mit Poschmann, Tomaszewicz, Rüdiger, Kalintas, Nussbaumer, Geiger, Garmst und Mlynikowski und ich war nicht schnell genug, weil der Name so lange gedauert hat. So, da haben wir unsere Weber, Kjata, Gregori, Kananoulis, von Preußen, Ruhl, Hildebrand, Furtmeier, Kist, Kwalischewski und Mettel. Und los geht's. Oh, gleich den Ball verloren. Da ist er wieder. Und Ball wieder weg. Schade. Schade. Naja gut, das Spiel geht noch los. Wir werden hoffentlich noch einige Chancen kriegen. Das wäre ganz nett. Oh, der ist schnell. Das kann gefährlich werden. Und da kullert der Ball ins... Nicht ganz ins Aus. Oh, das war knapp. Und dass er auf der Linie bleibt. Musste passieren. Ist doch noch ins Aus gerannt. Das Spiel hat mich übrigens hier traumatisiert in der Hinsicht. Wir streamen ja, Malte und ich, auch den Sega Football Manager wöchentlich. Und wenn die Spieler dort... Oh, gefährlich. Wenn die Spieler dort in der Nähe von der Seitenauslinie dribbeln, dann denke ich immer, der Ball geht noch ins Aus. Die dribbeln vielleicht sogar noch ins Aus. Aber das machen sie bei Sega nicht. Also das 3D-Spiel dort ist deutlich besser als hier. Und auch deutlich realistischer. Ich würde sogar behaupten, dass das 3D-Spiel vom Sega Football Manager realistischer ist als von FIFA, so wenn die KI gegen KI spielt. Auch beim neuesten FIFA würde ich das behaupten. Weil FIFA ist halt auch anders ausgelegt als Sega. Sega ist ja total auf Realismus getrimmt. Da gehen ja Spiele auch 90 Minuten tatsächlich. Und bei FIFA, weil man da ja selbst spielt, sind die Spiele halt viel kürzer. Und damit man trotzdem... Oh, jawohl, schönes Ding. Ich krieg gleich weiter. Erstmal Momentel mit dem 1:0. Super. Vorlage Malte Kist. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Da kommt Malte Kist. Da kommt Momentel. Und da ist der Ball drin. Herrlich. Wieder den da erwischt. Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wunderbar. Und vielleicht gleich die nächste Chance. Oh, wie der da einen nach dem anderen austanzt. Hat nur die Krönung gefehlt. Schade. Was wollte ich sagen? Bei FIFA müssen die 3D-Spiele ja schneller abgehandelt werden. Und da muss man ja trotzdem auf realistische Ergebnisse kommen. Also was die Tore angeht. Das heißt, FIFA hat ein viel höheres Tempo. Und was ich so wie ich FIFA kenne, geht es da halt fast ausschließlich einfach nur nach vorne. Wie man hier auch sieht. Bei diesem FIFA, ist ja die Engine von einem alten FIFA-Teil. Ich glaube so um FIFA 10 rum darum. Oder dann die...
So, und die Zeit hatten die, glaube ich, die Engine hier, die sie hier benutzen. Oh. Also die ist ein bisschen, glaube ich, älter als die vom von dem Fußball. Also es ist ja FM 13, 14, ne? Aber ich glaube, die hatten damals schon bei FIFA eine neuere Engine als der hier. Also es hängt sogar doch noch in 3D-Spielen ein bisschen zurück. Aber wie auch immer. Oh, da ist er durch, der Kist. Kann er den Ball noch abgeben? Er schießt direkt und macht ihn sogar rein aus diesem Winkel. Hübsch. Jetzt hat er ihn selbst gemacht. Alles klar. Diesmal Momente als Vorlagengeber, genau umgekehrt. Wie die vorherige Koproduktion. Schön. Ja, also wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, bei FIFA geht es halt einfach fast ausschließlich stumpf nach vorne. Also gut, auch quer, okay. Aber Rückpässe und solche Sachen sieht man, glaube ich, bei FIFA äußerst selten. Also das ist, ich kenne mich mit FIFA nicht wahnsinnig gut aus, muss ich auch dazu sagen. Aber so wie ich FIFA kenne, hat man da selten bis gar keine Bälle, die mal nach hinten gehen. Was man ja in der Realität häufig hat. Wir können mal gucken, ob wir hier überhaupt einen Rückpass sehen werden in diesem 3D-Spiel. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, aber wenn wir mal drauf achten, ob wir hier überhaupt einen Rückpass sehen werden. Ist das ein Rückpass? Ja, ja, gut. Der Ball, der ist ein Zweck gewesen. War ja kein richtiger Pass. So, und hier geht's erstmal. Gut, es liegt auch so ein Stück weit in unserer Taktik, ne? Wir müssen auch mal schauen, wie die Stuttgarter spielen. Aber ich glaube, so richtige Rückpässe wird man hier nicht sehen. Das eine war ja so ein Kopfball, weil das die einzige Chance war, überhaupt an den Ball zu kommen, den zurückzuköpfen. Aber freiwillig werden sie wahrscheinlich keinen Rückpass spielen. Okay. Fast alle euphorisch. Super. Mannschaftsstärke 983. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal unsere besten Leute auf dem Platz. Ja. So sieht es nämlich aus. Krass, krass. Jo, dann wie wechseln wir denn mal? Gehst du in Metal mit den besten Noten? Können wir die auch ruhig mal austauschen. Und ansonsten... Oh, hier. Bisschen Außenverteidiger schon. Die sind immer so müde. Gut. Dann bring ich den Sieg jetzt nach Hause. Dich können wir noch loben. Dich nicht, weil ich das selbst bin. So, so und so. Ja, wie gesagt, mein Punkt ist halt, ich würde behaupten, ich bin jetzt nicht der allergrößte Experte, aber ich würde behaupten, der Sega Football Manager hat das beste 3D-Spiel von dem Realismus her. Nicht unbedingt von der Optik her, aber von der vom Spiel her, sage ich jetzt mal, wie von der Art, wie gespielt wird. Würde ich sagen, ist der Sega Football Manager am realistischsten. Eben weil die Spiele 90 Minuten auch gehen und die dementsprechend ruhig und langsam auch aufgebaut werden können. Was halt bei FIFA nach meiner Erfahrung zumindest nicht passiert. Der rennt wieder lieber nach vorne durch, als den Ball nochmal zurückzuspielen. Das wird man hier wahrscheinlich überall sehen. Es geht einfach nach vorne. Die spielen jetzt auch wieder schnurstracks nach vorne. Oh, das könnte sogar gefährlich werden. Oh, kein Abseits. Glück gehabt. Da war der Steuser auf einmal durch. Warum waren unsere Verteidiger da so langsam? Haben da, glaube ich, teilweise sogar verzögert oder so. Oh, wieder gefährlich. Kein Abseits. Oh, kurzzeitig sogar mehr Leute vorne. Aber da haben unsere Leute aufgeholt und haben den Vorteil nicht genutzt. Also, ne, die Stuttgarter. Da war ein Querpass, mal was ganz Besonderes eben gerade. Ja. So sieht's aus. Einfach nach vorne gespielt. Und das Tempo ist halt auch, glaube ich, viel höher, ne? Da wird halt auch viel mehr gerannt, gesprintet.
als im echten Fußball, würde ich behaupten. Und es ist sehr viel mehr Action als in der Realität. Und das hat man halt bei einem Sega Football Manager nicht so. Aber wie gesagt, was ich halt misse bei Sega ist halt das Management, was nichts mit dem Sportlichen zu tun hat. Das ist quasi nicht existent. So gut wie nicht existent. VfB hört man aus den Rängen. Von den Rängen. Ja, und das finde ich halt schade. Aber ich bin so langsam, aber sicher, je mehr ich mich an den Sega Football Manager gewöhne, desto mehr bin ich am Überlegen, was ich denn lieber mag. Aber ich habe irgendwie gehört, ich habe mich da jetzt noch nicht näher mit auseinandergesetzt, was da dran ist und wie das aussieht und was man davon zu erwarten ist. Aber ich habe gehört, irgendwie soll von, wahrscheinlich von Community-Seite, glaube ich, der EA Football Manager nochmal, oder Fußball Manager, muss man ja auf Deutsch sagen, und auf Englisch FIFA Manager, muss man ja, also, was wollte ich sagen, dass der nochmal überarbeitet werden soll mit einer neuen Engine oder so. Das wäre krass. Dann wäre ich mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Aber ja, mittlerweile freunde ich mich immer mehr mit dem Sega Manager an. Und ja. Aber ich würde trotzdem noch sagen, dass der EA Manager mein Favorit ist, einfach weil ich mich da besser auskenne, weil der halt das Management im Hintergrund hat, was ich sehr schätze. Und so. Ja. Ich komme mir einfach besser zurecht. Ich sag's auch ganz einfach. Ich mag das auch. Ja, sehr schön, wenn wir Tore schießen. Nee, 3:0 Dröge. Wunderbar. Franz Klopp als Vorlagengeber. Nee, ich. Wie soll ich sagen? Ich sag das ganz offen. Ich mag's auch ganz gerne, wenn man erfolgreich ist im Spiel. Quasi. Trotz hoher Schwierigkeitsgrad und allem drum und dran, meint natürlich. Und mir fällt es einfach deutlich leichter im Moment noch beim EA-Manager erfolgreich zu sein. Also, ich sag mal so, halt trotz. Also, ich mach's mir gerne schwer. Also, wie soll ich sagen? Ich mag es, wenn ich die Spielmechaniken beherrsche, sodass ich weiß, wie man erfolgreich ist, und dann mache ich es mir schwer, um mit diesem Wissen, wie es geht, dann trotzdem eine Herausforderung zu haben, sagen wir mal so. Und das kriege ich beim. Und da kenne ich halt den EA-Manager einfach besser. Ich hatte ja schon mal öfter, oder hatte ich ja schon mal so angesprochen, dass ich schon mal überlegt hatte, wie man vielleicht für neue Projekte oder so den EA-Manager schwieriger machen könnte. Jawohl, das ist 4:0. Wieder Daniel Dröge. Und Kwaliszewski diesmal als Vorlagengeber. Was wollte ich? Zum Beispiel eine Überlegung war, die ich mir mal gekommen ist, wieder einen Verein zu gründen. Aber diesmal von der Kreisliga bis Bundesliga nur Eigengewächse zu ranzuzüchten und keinen Spieler von außerhalb zu holen. Weil so kann man sich halt mit Transfers, kann man sich halt ohne Transfer, also ablösen zu zahlen, weil ja die unten noch keine Marktwerte haben, also ziemlich günstig, kann man sich da eine starke Mannschaft holen, mit der man die Kreisliga dominiert. Und dann sind halt alle so gut drauf und werden schnell besser und so, weil sie immer gewinnen und erfolgreich spielen. Und dann ist man halt immer eine Nummer zu groß für die Liga, in die man reinkommt, und dann macht man halt einen Durchmarsch. Das ist relativ einfach, würde ich behaupten, hinzukriegen. Es wäre mal interessant, wie das ist, wenn man halt sich nicht durch Transfers einen Vorteil verschafft, ne? Könnte man überlegen, ob man das nicht in der Zukunft irgendwann mal machen möchte, ausprobieren möchte, wie das sonst so ist. Naja, gut. So. Das war das Spiel, 4:0, ist ein super Ergebnis. Die Noten sind leider nicht so super. Trotzdem, trotz allem, das ist ein bisschen schade. Haben wir den Spieler in der Mannschaft des Tages? Nö,
Obwohl wir 4 zu 0 gespielt haben, kriegen wir keinen Topspieler. Nur ein Punkt vor den Bayern, das ist ziemlich knapp. Müssen wir vorsichtig sein. Jo. Erste Mannschaft sind wir mittlerweile wieder. Das haben wir aber schon beim letzten Mal festgestellt. Nö. So, und Hertha BSC hat das Kunststück fertiggebracht, seit mittlerweile 5 Spieltagen auf dem 13. Tabellenplatz zu verweilen. Ist immer so eine Frage, ob man das gut oder schlecht findet. Kommt auf die Situation an. Auf die Ansprüche und so, ne? Wenn ich jetzt ein Aufsteiger wäre, wäre ich damit zufrieden. So, Weber erreicht neue Erfahrungsstufe. Das ist super. Das heißt, er ist jetzt auf Stufe plus 1. Er hat schon richtig Erfahrung, von der er profitiert. Also er macht keine Anfängerfehler mehr. Und darüber hinaus hilft ihm seine Erfahrung jetzt mittlerweile weiter. Grundstärke 90, das ist doch ein schöner Wert. Das ist super. Moment, wie viel macht er denn diese Saison an Punkten? Er hält sich ziemlich konstant. Derzeit. Hat jetzt seit langem mal wieder einen Schritt nach oben gemacht. Schade, dass er sich kaum noch verbessert. Weil er ist jetzt nicht der Älteste. Und er ist halt sehr talentiert, aber trotzdem. Naja, gut, dann ist das so. So, Computeranlage zusammengebrochen. Und ich meine, ich glaube, das ist nicht so tragisch, was da jetzt passiert. So, Schwind bei plus 7 diese Saison. Das ist mittlerweile ein richtig super Wert. Das war vor der Rückrunde noch nicht so abzusehen. Hatte ich den Eindruck. Aber jetzt auf einmal läuft es richtig rund wieder. Freut mich. Ich meine, er wurde auch aufgewertet. Hat neulich erst Erfahrung bekommen, wie man hier sieht. Ja gut, das waren halt ein paar mehr oder weniger geschenkte Punkte dabei. Marktwert ist auch echt super. 120 Millionen, das ist echt krass. Okay. Wie sieht's aus mit zweiter Mannschaft? Testspiele oder sowas? 5 Tage noch. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Was ist das nächste Spiel? Testspiel gegen die A-Jugend sehe ich gerade. Okay. Na gut, wir sind ja auch so gut wie durch. Das heißt, dann kann ich in Ruhe das Spiel für Schalke vorbereiten und dann sehen wir uns dazu wieder, würde ich sagen. Gut, aber ja, wir schauen erst nochmal bis zu dem Testspiel, ob noch irgendwas passiert. Ganz so eilig haben wir es ja auch wiederum nicht. Talentsucher, hier, das ist doch schon mal schön. Karl-Heinz Bergdorf, 14 Jahre alt. Solche Namen würde ich aus Österreich erwarten, wo man häufig mal so konservative Namen hört. Wieso habe ich jetzt gespeichert? Wir haben doch gerade Autosave gehabt. Unnötig. Na egal. Naja, ich glaube, in Österreich kommt das häufig vor, dass Leute nach ihren Eltern benannt werden und dadurch dann eher so konservative Namen haben. Na gut, schauen wir uns ihn mal genauer an. Wieder 5 Sterne, wie wir es mittlerweile gewohnt sind. Alles super. Freut mich. Der ist hier ein Außenspielmacher, spielt aber auf Außen bevorzugt. Den werden wir zu einem ZM umschulen, weil die Position benutzen wir sowieso nicht. Ja, die einzigen Flügelspieler sind bei uns die Außenverteidiger. So, hier haben wir 9. Der hat richtig Talent sogar. Aber es wird trotzdem leider immer noch nicht unseren Ansprüchen gerecht. Obwohl er halt schon richtig gut ist. Also aus dem kann richtig was werden. Aber leider nicht in unserem Verein. Weil da haben wir viel bessere Leute. Tut mir leid. Ich meine, stärkemäßig ist er auch nicht schlecht. Aber er ist halt auch schon A-Jugend. Und da hat er jetzt auch, wenn wir ihn aufstellen würden. Gut, er wird auf die Bank gesetzt automatisch. Aber er hat halt viel weniger Talent. Da würde ich jetzt nicht so viel von ihm erhoffen. Wir haben halt einfach legitim jeder Spieler, den wir haben, hat mehr Potenzial als er, würde ich behaupten. Ja gut, bei ihm Oliver Konstantinidis wäre ich mir jetzt nicht so wahnsinnig sicher, weil der müsste ganz schön viele Punkte aufholen, wobei das geht in dem niedrigeren Bereich auch sehr schnell. Im niedrigeren Stärkebereich, von daher kann er da sogar gut aufholen. Aber ja, wird schwer. Deswegen, nee, wir setzen auf unser Anspruch nur noch 5 Sterne Talente.
zu fördern. Wir haben von denen ja schon mehr als genug. Also langsam mehr, als wir versorgen können quasi mit genügend Spielzeit und so. Das wird jetzt langsam knapp. Da müssen wir wohl in Zukunft früher aussortieren oder sowas. Das wird mir schon sehr schwer fallen. Dass man dann 5-Sterne-Spiele abstoßen muss, weil man einfach zu viele hat, die noch besser sind oder so. Das ist doof. Und ist halt auch die Frage, dann wird es besonders schwierig, wenn man auf das Alter achtet. Sollte man einen Spieler... Also, wie viel Entwicklung erwartet man von einem Spieler in einem Jahr? Also, wann ist ein jüngerer Spieler zu bevorzugen über einen älteren, obwohl er schlechter ist quasi? Das ist auch, wird auch schwierig. Schwierig einzuschätzen. Oder sollte man zum Beispiel wenige Spieler länger behalten und fördern? Oder viele Spieler kurz durchwechseln und die dann daraus stechen? Oder dann warten halt, bis da einer besser ist. Auf diese Weise. Auch schwierig. Dass man halt quasi die Leih-Armada, quasi die Leih-Armee, die Mannschaft, das sind ja auch wieder wie, fast wie eine volle Mannschaft hier bei uns. 15 Leute wäre ja auch fast eine komplette Mannschaft. Und dann haben wir noch die zweite Mannschaft. Ob man das quasi betrachtet wie eine zusätzliche Jugend, dass wir quasi hier, man sagt ja, das ist hier U19, das ist U17, ne? Also dass man hier quasi die U17 hat, hier hat man die U19, dass die Leihspieler dann die U21 sind, beziehungsweise je nachdem wie viele Spiele man kriegt. Also, dass die Leihspieler quasi die U21 oder U20 sind und die zweite Mannschaft dann eine U22, 23, sowas in dem Bereich oder 21, 22, 23. Je nachdem, wie viele Spiele man halt letzten Endes hat. Also, dass man das quasi halt so durchtauscht nach Alter. Und wer dann rausfällt, 22 oder 23 ist, das haben wir mittlerweile schon, ne? Und noch nicht gut genug ist, dass der halt verkauft wird oder so. Ich meine, nahe Zukunft wird die Jugendmannschaft zu groß sein. Dann werden nicht mehr alle spielen können. Regelmäßig. Und dann wird man halt Entscheidungen treffen müssen. Das könnte schwierig werden. Naja, gut. Was ist denn zum Beispiel derzeit unser ältester Leihspieler? Ich meine, wie gesagt, die Folge dürfte eigentlich schon zu Ende sein. Aber ich möchte es gerade nochmal nachschauen. Unser ältester Leihspieler. 21, okay, das ist sogar noch recht jung. Ja, muss man mal schauen, wie wir das am Ende umsetzen. Und der macht auch gar nicht so eine große Entwicklung gerade, ne? Nee, wie auch immer. Was hat für einen Marktwert hat er denn? Möchte ich gerade mal schauen. Unser Ältester. Spielt bei Karlsruhe Jena. Dürfte zweite Liga sein oder so. 8,5 Millionen, also von dem den kann man hoffentlich schon auch schön Geld kriegen. Das wäre ganz nett. Gut, okay, ich denke mal, es ist erstmal genug hier ausgeschwoffen. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder, wenn wir gegen Schalke spielen. Und wir haben wieder alle Spieler. Schön. Wobei er noch angeschlagen ist, aber schön. Gut, dann Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.